Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei der Karte von Thüringen, Saison 3.1. Tja, ich wünsche euch einen schönen 4. Advent. Hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ja, es geht los und wir werden jetzt Traktoren kaufen. Und zwar hatte ich ja mal gesucht gehabt nach Traktoren, die auch Zwillingsbereifung haben, und zwar Pflegebereifung. So, da muss ich mal jetzt mal gucken, ob ich die jetzt wieder finde. Es kann sein, dass ich nicht finde, dann muss ich entsprechend mal stochern, ne? K2. So, Reifvariante Standard, Radgewichte, Breitreifen, Zwillingsbereifung. Oh, das war Zwillingsbereifung, Pflegebereifung. So, machen wir GPS an. Vielleicht können wir das verwenden mal. Hat mir gut gefallen. So, stärkste Motorleistung, 313 PS. Das ist doch was, ne? Und da kann die auch entsprechend die Bereifung ruhig durchdrehen. Das macht dann nichts, ne? Also hier mehr Funktionen haben sie hier nicht. Zwillingsbereifung ist wichtig. Pflegebereifung, ne? Also Zwillings, Pflegebereifung. Die sehen so aus. Wenn man es genau nimmt, bei Kartoffeln würde man sagen, okay, hier, ja, nicht gerade sehr. Aber wie gesagt, die Bereifung ist günstig für uns, ne? Wir kaufen davon 4 Stück. Das ist groß ein Kauf, sag mal so, ne? Und dann brauchen wir noch 4 Gewichte, 4 rote in Case. Haben wir jetzt verzählt oder wie jetzt? Kann sein, dass ich eins zu mehr gekauft habe oder eins zu wenig. So, zurück. Dann brauchen wir Gewichte und zwar 4 Stück. Dann nehmen wir SP1000. Die Hauptfarbe nehmen wir nicht schwarz, dann nehmen wir HD K2. Das sind, kaufen wir auch 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Zurück. Das müsste reichen. Die anderen Geräte habe ich hier da. Da, oh, ich habe doch 5 gekauft. Aber viel Gewichte, okay, macht nichts. Wir werden erstmal den ersten austauschen und den Düngerfahrzeug, ne? Muss ich mal so schauen. Das Förderband muss ich mal sehen. Das habe ich mal alle von der anderen Karte noch hierher geschickt. Zurückgesetzt und also mal schauen, ob ich verwenden kann. Bei Mist habe ich eigentlich keine Verwendung. Da habe ich eins. So, wir fahren mal Richtung Hof und zwar zu der Einwiese. Der hat mit 313 PS, aber da hat er ganz gut motorisiert. Der andere sind ein bisschen schwächer mit 280, aber wie gesagt, hier haben wir die bessere Bereifung und das sollte sich schon bemerkbar machen, ne? Bei der Feldarbeit, ne? Dass wir da vor allen Dingen jetzt da, wo ich aktuell bin, wo es bergauf geht, dass wir da auch entsprechend durchziehen können. Und dann werde ich dann nach und nach die anderen Fahrzeuge ersetzen und dann entsprechend effektiver und schneller düngen und Unkraut bekämpfen können. Aber jetzt muss noch Dings gemacht werden. Unkraut auf Feld Nummer 47 und 48, wenn ich das richtig weiß. Ändern kann. Der Profi ist fertig, das ist der auf Feld Nummer 38. Das ist gut. Dann können wir den mal gleich. Erstmal fahren wir auf. Ja, da können wir den düngen lassen. Mit diesem können wir den düngen lassen. Und wir fahren anderen zurück zum Hof. Ich muss sehen, was ich dafür mit den Traktoren dann noch gebrauchen könnte. Man kann hier umrüsten auf Normalbereifung, da können die ja einfache Arbeit durchführen. Also die Käse können locker diese Sämaschinen fahren, ne? Es sei denn, der Mod wird dies verhindern. Das könnte natürlich sein. Mal schauen, ob unser Mais schon gewachsen ist. Mal sehen, ne? Also im Sommer muss gewachsen. Ja, da sollen mindestens 2 Felder, 2 so eine Silos voll gemacht werden, BGH. Und dann muss ich sehen, wie ich das am besten in die BGH gefahren bekomme, ne? Also für Mist, für Silage können wir für den Kühen nicht. Da ist unser Mais.
Der Blinderstreuer steht schon bereit. Am Zeltrand. Und dann können wir das hier gleich erledigen. Weil deswegen habe ich den anderen, diese Personalfarmen auch nicht genutzt, weil ich überall dann entsprechend nachdüngen hätte müssen. Und das wollte ich deswegen nicht machen, weil wir schon so weit fertig haben. Ne? Also das ist dann den Haufen Arbeit, das ist mal einmessen. Das ist eine. Da könnte ich zwar ein bisschen tricksen mit dem netten Radius ein bisschen größer machen. Gut, mit dem könnte ich sowieso nicht düngen. Weil der hat keine Pflegebereifung. Auch wenn der theoretisch. Aber die können, also die Traktoren können die Pflügen und Hoppe, ne? Also die können dann die Aussaat sehr gut machen. Ne, mach den nicht kaputt. So, Mist sehe ich gerade so, ist 70% voll, passt. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Bestreuer, ne? Also mit dem Rüberfahren. Ne? So eine helle Flecken, das hat Absicht. Wo ist hier Kräuter, ne? Kräuter. Bodenkräuter für den Ackerbau nicht so erwünscht. So, dann wollen wir sehen. Dünger ist nicht voll, das macht nichts. Müsste halt trotzdem reichen. Ne, das müssen wir doch hier rechnen. Ne? Also 38, zwei Vorgewände. Und wenn dann hier ein Feldkurs. Dann müssen wir gleich den Kollegen wegfahren. Zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Führt zu nix. Warte, ich fällt 38, Junge. So. Gute Aufpflegebereifung ist wichtig. Das müsste die letzte Stufe sein vom Düngen, dann nur Düngen durch. Wir können auch mit 5 weiter spielen, also okay. So. Das ist hier Version jetzt 16 vom Kursplay. Also die V603-0016-DEV, was immer heißen soll, DEV, keine Ahnung. Gut, schauen wir mal, das hat 19 km/h, das ist ganz gut, das ist die Bewertung. So, den anderen wollte ich runterfahren. Hier unser schönes Pferdegras hier. 38 ist da. Ja, wird dunkel, das ist gut, dann ist auch die Düngerschuhe da. So, kurz entlassen. Den Kurs kann ich löschen. Der müsste dann auch getauscht werden. Ne? Also ich kann ja erstmal Richtung Straße fahren, dort abstellen und dann entsprechend den Traktor im anderen stellen. Ne? Und später bei Gelegenheit mal, so sieht man hier entsprechend 80%, 90%. Schlupf kann man sagen, ne? Und geht bei 8% in die Erde rein. Das ist dann nicht so gut. Hier Straße ist ja bei 0%, klar, also sackt ja auch nicht ein, ne? Und dann Schlupf trotzdem noch so viel. Ne? Wie gesagt, zwei so eine schmalen Reifen, das ist ja nicht ideal, ne? Für also Verlust ist ziemlich groß, ne? Also kann die Leistung von Motor und Getriebe nicht auf die Straße umsetzen. Ne? Also er wird auf dem Tacho zwar ein bisschen mehr anzeigen, aber in Wahrheit ist er doch langsamer. So, so habe ich mal gehört beim Bauer Hannes. Hier unser Milchfahrzeug, das machen wir später. Das ist jetzt mir nichts für meine Nerven. So. Weil ich weiß nicht, warum Autodrive das nicht macht, aber jedenfalls hat er Probleme. Woran es genau liegt, ich habe einen Verdacht, dass es eben anders anhängt, mit dem Mistfahrer, dass der nicht weiterfahren kann und dann spinnt.
müsste ich mal testen, wenn ich jetzt Zeit für habe. Jetzt muss man sehen, dass die ganzen Felder gedüngt kriegen und noch die Unkrautbekämpfung durchziehen. Ne? So. Muss ich mal schauen. Und der hält. Du musst gucken, der Gas weg und er steht. Ne? Bremse geht nicht. Kann ich mal gucken. C. 7-8. Ist der Kurs deaktiviert, aber machen wir hier aus. Löscht den Kurs und wir haben ein Allrad. Die Drehräder auch durch, weil er entsprechend Gas gibt. Aber hat er die Geschwindigkeit erreicht, dann ist er entsprechend auch wieder runter. Ne? Das hat bei der Bereifung, die ein breiter ist, hat bessere Werte als die schmalen Dinger, wo die Straßen halt nass, ne? Ungünstig, ne? Kann man vielleicht vergleichen jetzt mit anderen Fahrzeugen. Bevor er hatte. Da müsste ich höchstens mal Traktor kaufen mit normaler Bereifung und dann vergleichen mit dieser Bereifung oder mit Bereifung, wo du nur ein Rad hast, ne? Alles wäre, glaube ich, zu aufwendig. Ich wünsche allen, also habe ich schon gemacht, bestimmt, ne? Also viel Arbeit nochmal nachträglich, falls ich vergessen haben sollte. Ja, und schönen Sonntag, ne? Bei Kettle und Cops habe ich es vergessen. Da war ich zu sehr aufgeregt. Wie gesagt, das ging ja darum, Traktoren kaufen und so, ne? Das war ein bisschen sehr, sehr, ja, halt eine andere Menüführung, ne? Bisschen anders beim Kaufen. Ja, und dann die Sattel halt vergessen. Gruppe, Seemaschine gekauft. So eine Art wie 6 Meter Breite. Hammer, ne? Keine Lizenz, nennen sie Hammer, das ist okay. Sieht aber aus wie Horsch, so ähnlich, ne? 6 Meter Arbeitsbreite. Das war diesen Feldergrößen ganz gut. Wo ganz ehrlich gesagt, das Feld, was ich gemacht habe, bei knapp 4 Hektar, das war schon, oder ist ganz schön groß, ne? Aber wie gesagt, das ist ja so. Da geht es ja um Echtzeit voran, ne? Und erst wenn man mit der Arbeit fertig ist, kann man da die Zeit beschleunigen. Beziehungsweise kann auch vorher beschleunigen, aber wie gesagt, man macht das einzelne Feld fertig. Und dann wird beschleunigt, ne? Oder im Extremfall sogar, wenn man schneller arbeiten will oder Zeit erdrücken will, dass man da entsprechend länger Zeit schläft. Oder ein bisschen noch reinfinden muss, weil ich dann noch ein, zwei Felder noch kaufen will. Um möglichst viel zu ernten, um dann entsprechend am Ende viel zu verdienen. Ne? Da muss man sehen mit Stroh, ob das eine bessere Lösung findet. Ne? Weil hier ist das mit der Steuerung klar, da mache ich mit dem Joystick, ne? Bevor das aktiviert ist. Mit dem Joystick geht das. Oh, das war Glück gehabt. Wollte ja hier den Traktor, so können wir Licht ausmachen, ne? Aus. Wie gesagt, ist die Steuerung ist ähnlich, aber nicht gleich. So, ich mein Käse da, dieser Käse schon, der schöne neue Traktor. Mal sehen, wie viel Silage ich jetzt mal verkaufen kann. In echt, ne, das ist schon ganz schön heftig. Da kann man viel verdienen bei. Ganze Mais theoretisch können wir gut verkaufen später, und was auch gut ist, das Pferdegras werde ich auf Hof 1 einlagern und dort dann mit einem Radlader entsprechend dann reinfahren. Mit Kursplay, da muss man versuchen, so einen Kurs einzufahren mit dem Radlader. Wie gesagt, das muss ich testen, hab's noch nie gemacht, aber einmal ist immer das erste Mal, ne? Das sehen wir gleich mal, wie man sieht. Richtung LKW fahren. Das sind aber Originalfahrzeuge von Case, ne? Also von Bunker 1. Ne? Bin ganz gerne für Mod zu haben, aber ich verwende auch ganz gerne die Originalfahrzeuge.
Die sind ja nicht schlecht, ne? Das ist ja alles top verarbeitet, ne? Qualität passt dafür, ne? Was sie nicht so gut können, sind Karten. Also die Karten persönlich gefallen mir nicht so, die sie anbieten, ne? Deswegen bin ich ja immer so froh, dass viele so eine schönen Karten machen, so wie Custer zum Beispiel. Auch die funktionieren, ne? Klar, Fehler findet es überall mal, aber deswegen ist es nicht unspielbar, ne? Und vor allen Dingen, Fehler werden gefixt, ne? Das ist ja das Entscheidende, das ist ja viel wichtiger. Wenn Fehler nicht gefixt werden würden, dann wäre es schlecht, das nicht funktioniert. Aber wie gesagt, da kannst du auch verlassen, innerhalb von 2-3 Wochen, weil er die Fehler auch erstmal erkennen muss, also erprüfen muss. Und dann wiederum testen sie den diesen Updates, da testen die auch. Das ist ja, muss ja auch gemacht werden, das dauert alles. Das machen sie alle in der Freizeit, oder auch mal Geduld haben. So, unser, oh, der Kleeblüt, glaube ich, oder das Luzerne. Da wollte ich ja Silage machen, ne? Aber einer am anderen. Die sind Sonnenblumen. So. Ja, Kurzgenerierung. Feld Nummer 48. Hier ist das schwierig, weil hier, wenn sie mir rumkommt, ne? Also der kommt klar normalerweise, ne? Also Feldinsel hat einfach. Vielleicht kommt er ein bisschen besser mit klar. Das ist. Ja, ich würde mal meinen, da kommt man klar. Weil ich will es nicht zu sehr übertreiben, ne? Gut, dann mal losschicken. Ersten Wegpunkt. Und dann. Was wollte ich jetzt prüfen? Achso, ich wollte Düngerfahrzeug fahren. Heißt, ich muss mal noch einen Traktor holen, ne? Den wir gleich mal abbauen. Weil der kam ja knapp hoch, ne? Stell mal da Seite. Achso, wegen Luzerne. Erstmal unseren eigenen Feller düngen, ne? Stellen wir hier so ab. Wenn ich Zeit und Lust habe, kann ich ja wegfahren. Zeit muss ich haben. Lust habe ich immer, aber Zeit habe ich keine. Na, jetzt bin ich neugierig, wenn ich hier bin. Im Wachstum, okay, noch nicht so weit. Und unser Kleider macht die zweite Runde, das passt. Und hier jetzt 47, hier ist er bei. Hier Unkoppelkämpfer, okay, der kann nicht blau werden. Wollte ich gucken. Achso, bei Klee. Das blüht auch, ist auch im Wachstum. Schick. Machen wir ein Foto. In der bunten Wiese, ne? Ja, das ist schon hübsch. Hübsch geworden. Jo, und dann, ja, wollte erst so Traktor holen. Oh, schon wieder eine Folge um. Wahnsinn. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Wünsche euch noch einen schönen Rest. Schönen Advent, ne? Ja, dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Und ja, morgen geht es ja hier weiter, ne? Hier in Thüringen. Im LS. LS19. Ja, ne? Tschüss, ciao, ciao. Bis dann, ne? Und tschüss.